Bis das hier stattfinden konnte, sind Monate vergangen. Servus. Ich wollte nur Bescheid sagen, wir holen euch ab. Und wir würden schon anfangen zu drehen, nur dass ihr euch nicht wundert, ihr seid nicht im Bild. Für dieses Treffen hatten wir bis zuletzt mit einer Absage gerechnet. Für diese Menschen hier steht viel auf dem Spiel. Es geht um Geld, Existenzen. Sie wollen deswegen auf keinen Fall erkannt werden. Aber sie haben Insiderwissen zu einer Biogasanlage. Dort sollen illegal Schlachtabfälle entsorgt worden sein. Die Gärreste als Dünger auf mindestens 300 Hektar Felder gelandet. Schlachtabfälle unter anderem vom Fleischkonzern Tönjes. Dabei sind wichtige Hygienevorschriften nicht eingehalten worden, die vor Keimen auf Feldern und Tierseuchen schützen sollen. Man muss die ganzen Leute einfach besser aufklären darüber, weil es einfach illegal ist. Weil man so einfach mit der Natur nicht umgehen kann. Sommer 2021 im Landkreis Eichstätt. Hier beginnt unsere Recherche. Wir sind hier, weil wir von Gerüchten gehört haben. Unmenschlich, das ist eine normale Gülle. Unser Gülle, wir haben ja auch eine Fläche gehabt, das habe ich Ihnen ja gesagt. Unser Gülle hat nicht so gestunken. Was ich festgestellt habe, dass auf der Nacht, wenn ich zum Fenster rausgeschaut habe, zu der Biogasanlage, alles beleuchtet war. Ich meine, die mussten es ja irgendwo hinbringen, ist ja logisch. Und da haben ja die Leute, andere Leute erzählt, der bringt Schlachtabfälle. Und durch das, stelle ich das vor, hat das so grausam gestunken. Der Verdacht ist immer der gleiche. In dieser Biogasanlage seien haufenweise Schlachtabfälle entsorgt worden. Die Gärreste dann als Dünger auf Feldern gelandet. Es gab sogar Beschwerden beim Landratsamt. Was hat es mit den Vorwürfen auf sich? Diese Frage ist der Beginn einer monatelangen Recherche. Und das Ergebnis wird uns überraschen. Erstmal wollen wir mehr zu Schlachtabfällen erfahren. Um was geht es da konkret? Wie läuft das normalerweise mit der Entsorgung? Wir fahren früh an einem Montagmorgen zum Metzger Christian Maischberger. Er wird uns das alles zeigen. Morgen! Wir sind schon soweit mit dem Schlachten durch. Es werden noch die Abschlussarbeiten gemacht und wie gesagt, wir dürfen immer noch mitkommen. Jetzt geht es in die Schlachtung rein und jetzt hängen hier Tiere. Rund 20% eines Schweins sind nach der Schlachtung tierische Nebenprodukte und kommen weg. Sogenannte Schlachtabfälle. Das sind jetzt die Darmpakete der einzelnen Schweine. Ich nehme jetzt einfach mal eins runter. Mhm, okay. Er zeigt mir, welche Arten von Schlachtabfällen es so gibt. Hier Magen-Darm-Pakete. Dann können wir es so machen. Dann würde ich jetzt, wenn Sie wollen, dass wir den Darm anschneiden, schneiden lass wir schon an. Genau. Wie es aussieht. Das ist jetzt der Magen. Also es gibt hübschere Gerüche. Mm. Und Oh ja, das riecht tatsächlich. Ja, es riecht wie es riechen, okay, wie es aussieht. Oh. 13 Schweine hat der Metzgermeister heute hier geschlachtet. Das ist im Vergleich zu den großen Schlachtbetrieben wenig. Deutschlandweit werden pro Jahr rund 50 Millionen Schweine geschlachtet. Und damit fällt eine Menge Abfall an, der entsorgt werden muss. Schlachtabfälle können potenziell Keime und Antibiotikarückstände enthalten. Für die Entsorgung gibt es extra Gesetze mit strengen Vorgaben. Die ordnungsgemäße Entsorgung kostet, erfahren wir. Der Metzger zeigt uns jetzt noch was. Das Abwasser von der Schlachtung, das wird hier vorbehandelt. So, das ist der sogenannte Blutabscheider. Da sehen Sie jetzt oben, ist das gestockte Blut noch schwimmen. Okay. Und Sie sehen dies hinten, also auf alles, was aus der Schlachtung am Gulli rauskommt oder reinfließt in den Gulli, wird hier erstmal vorgekehrt. Was machen Sie damit? Gleiche Spiel wie vorher, teuer entsorgen. Ja. Das, was wir hier heute gesehen haben, lassen große Schlachthöfe auch in Biogasanlagen entsorgen.
Das ist per se nichts Falsches. Außerdem wird dann aus Abfall noch Energie gewonnen. Die Gärreste werden dann, ähnlich wie Gülle, auf Feldern verteilt. Damit hier zum Schluss keine Keime landen, müssen bei der Verarbeitung strenge Regeln eingehalten werden. Dazu gehören zum Beispiel Mengenregelungen oder spezielle Anlagen für die Hygienisierung bestimmter Abfälle. Das alles muss von Behörden überprüft werden. Daher brauchen Biogasanlagen für die Annahme von Schlachtabfällen eine offizielle Genehmigung. Nur die notwendige Genehmigung, das ergibt unsere Recherche, hatte der Biogasanlagenbetreiber hier in Paulushofen nicht. Aber die Menschen vor Ort haben uns gesagt, dass lasterweise Schlachtabfälle angekommen sind. Monatelang sind wir in der Sache unterwegs. Wir versuchen herauszufinden, was dort wirklich passiert ist. Wir bekommen Kontakte. Alle erzählen, dass was dran ist an der Geschichte. Aber vor der Kamera sagen will das keiner. Bis zu diesem Freitagabend. Sie hatten direkt mit den Schlachtabfällen zu tun, haben wichtige Informationen für uns. Sie wollen unbedingt anonym bleiben. Was genau ist da passiert? Also 2017 sind die ersten Lastwagen von Tönnies nach Paulushofen in die Biogasanlage gefahren. Und waren das Einzelfälle? Nein, das war eigentlich der Alltag. Anfangs 2018 sind teilweise sogar 2 Lkw pro Tag gekommen. Wo ist denn das ganze Zeug dann hingegangen, was da in mehreren Lieferungen die Woche runtergefahren wurde? Das ging in die Biogasanlage in Paulushofen. Es wurde dann auch gesucht nach anderen Biogasanlagen, die was angenommen haben. Und 2020 im Januar, da war dann eine Razzia. Und seitdem wurde kein LKW mehr gesichtet auf der Biogasanlage. Und was kam raus bei der Razzia? Warum war da eine Razzia? Das wird schon einen Grund haben, wenn man illegale Sachen macht. Die Dimension, von der Sie berichten, erstaunt uns. Kann es wirklich sein, dass der internationale Fleischkonzern Tönnies Schlachtabfälle tonnenweise in einer Biogasanlage in Bayern hat entsorgen lassen? In einer ohne Genehmigung? Wir wollen mehr wissen und fahren hin. Zum Tönnies Schlachthof in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Von hier soll ein Großteil der Schlachtabfälle gekommen sein. 20.000 Schweine können hier am Tag geschlachtet werden. Und da haben wir es wieder. Die Schlachtabfälle müssen irgendwo hin. Wir haben Dokumente zugespielt bekommen, in denen steht, mehr als 2 Jahre lang seien rund 450 solcher Tanklaster mit Schlachtabfällen allein aus diesem Schlachthof hier nach Paulushofen gefahren. Aber warum so weit weg? Bis nach Bayern? Warum gibt es nicht hier rund um den Schlachthof extra Biogasanlagen, die die ganzen Schlachtabfälle jederzeit annehmen können? Es sollte eine gebaut werden, hier auf dieses Industriegelände. Aber es gab Widerstand. Unter anderem von Ihnen, Diana Harnisch und ihren Mitstreitern vom BUND. Wir haben erstmal die Stadtratssitzung besucht und da ein bisschen Rabatz gemacht. Wir waren früher hier schon die Dreckregion mit Braunkohle, Brikettfabrik und Kraftwerk und so weiter. Und jetzt soll hier vor unserer Nase nochmal diese Biogasanlage entstehen, beziehungsweise Vergärungsanlage, Biogasanlage, die Reste klingt immer viel zu schön. Ja. Und da waren wir natürlich gleich mit dabei, das zu verhindern. Dabei hätte die Anlage, die hier gebaut werden sollte, eine Genehmigung für Schlachtabfälle haben sollen. Na klar ist uns bewusst, dass das woanders dann gemacht wird. Aber dann muss eben jeder andere dort auch auf die Barrikaden gehen. Zurück in der Region um Paulushofen. Hier konnte niemand im Vorfeld auf irgendwelche Barrikaden gehen. Denn die Schlachtabfälle sind einfach ohne Genehmigung in der Biogasanlage gelandet. Der Betreiber der Anlage will uns kein Interview geben und beantwortet unsere Fragen nicht. Tausende Tonnen Schlachtabfälle kamen von Tönnies.
Wie rechtfertigt Tönjes das? Ortstermin zum Interview. In der Zentrale von Tönjes in Nordrhein-Westfalen. Der Justiziar Martin Bocklage nimmt sich persönlich Zeit. Schlachtabfälle nach Paulushofen? Räumt er ein. Doch wie er uns das erklärt, das hätten wir nicht erwartet. Er sagt, ihnen sei eine gefälschte Genehmigung vorgelegt worden. Also wichtig an der Stelle ist mir zu betonen, dass wir hier ein Opfer geworden sind einer kriminellen Handlung. Eines Betruges, einer Urkundenfälschung oder kumulativ mehrerer Delikte. Und wir sind nicht Täter. Der internationale Fleischkonzern Tönjes sei also getäuscht worden. Von einem Berater, der ihnen die Anlage in Paulushofen empfohlen hat. Merkwürdig ist, auf Lieferscheinen, die Tönjes ausgestellt hat und die uns zugespielt wurden, steht eine Adresse im Landkreis Tirschenreuth. Dort steht aber keine Biogasanlage, sondern das Bürogebäude der Beratungsfirma, die ihnen die Biogasanlage empfohlen haben soll. Geliefert wurden die Schlachtabfälle aber an eine ganz andere Adresse. Und das wusste man bei Tönjes auch. An die Biogasanlage in Paulushofen im Landkreis Eichstätt. Und die hatte keine Genehmigung für die gelieferten Schlachtabfälle. Viele Ungereimtheiten. Was sagt Tönjes dazu? Weil es stand ja auf dem Lieferschein eine Adresse von einem Verwaltungsgebäude. Also da steht de facto keine Biogasanlage. Wenn Sie an eine juristische Person etwas anliefern und diese juristische Person hat ihre Verwaltungsadresse dort, dann steht diese Verwaltungsadresse tatsächlich auf dem Lieferschein. Die Biogasanlage muss also nicht auf den Lieferschein für die Schlachtabfälle? Ist das wirklich so gedacht? Jetzt kommt richtig Jura. Ein Lieferschein ist kein Frachtkonnossament mehr im klassischen Sinne des Handelsgesetzbuches, wo Sie also zwingend die Inhalte eines Frachtvertrages drauf verkörpern müssen. Ein Lieferschein ist ein Warenbegleitpapier. Und wie gesagt, es ist nicht unüblich, dass die Abnehmeradresse eine Rechnungsadresse ist oder eine Verwaltungsadresse und nicht unbedingt die Adresse des physischen Anlieferorts. Ist Tönjes also der Meinung, es ist quasi egal, wer auf dem Lieferschein steht? So sei das nicht gedacht, sagen uns gleich mehrere Kontrollbehörden, bei denen wir nachfragen. Es müsse immer der genaue Bestimmungsort auf den Lieferscheinen für Schlachtabfälle stehen. Und was sagt der Berater, der diese Anlage damals bei Tönjes empfohlen haben soll? Der lässt über seinen Anwalt mitteilen, er habe mit den Vorgängen nichts zu tun. Tönjes selbst hätte überprüfen müssen, was und wie viel die empfohlenen Betriebe entsorgen können. Die Lieferscheine seien gefälscht. Von wem, wisse er nicht. Er habe Anzeige erstattet. Zitat: In die tatsächlichen Abnahmen und erfolgten Lieferungen war unser Mandant nicht involviert. Im Fall Paulushofen ermittelt jetzt seit 2 Jahren die Staatsanwaltschaft. Unter anderem wegen unerlaubten Betreibens einer Anlage. Es gab zig Hausdurchsuchungen und eine Razzia bei der Kontrollbehörde im Landratsamt Eichstätt. Hier sind Beschwerden von Bürgern eingelaufen. Warum ist nichts aufgefallen? Es gab doch Kontrollen. Man schreibt uns, hierbei konnte ein Anfangsverdacht bezüglich der Vorwürfe augenscheinlich nicht belegt werden. Es waren diverse Kontrollbehörden involviert. Und keine will gemerkt haben, dass hier illegal Schlachtabfälle entsorgt wurden. Weder dort, wo die Biogasanlage steht, im Landkreis Eichstätt, noch da, wo der Schlachthof steht, im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, noch da, wo das Bürogebäude steht, im Landkreis Tirschenreuth, wo die Schlachtabfälle laut Lieferschein hingegangen sind. Zurück zu den Anwohnern, die uns zu Beginn von ihrem Verdacht erzählt haben. Wissen Sie inzwischen, dass sich Ihre Vermutungen bestätigt haben? Ich hab's gefühlt. Ich hab auch schon vorbei von sehen. Wir sind wieder da. Ja, wie schön, dass euch noch gut geht. Aber es gibt nichts Neues an der Biogasfront. Von Ihnen nicht? Nein, von mir nicht. Von mir aber. Ehrlich, hä? Dürfen wir ganz kurz zu Ihnen kommen? Wir kennen uns schon. Erinnern Sie sich noch? Als es um die Biogasanlage da oben ging. Ich habe was rausgefunden. Das letzte Mal haben Sie mir doch erzählt, dass Ihre Vermutung war doch, dass da Schlachtabfälle eingefüttert werden, ne? Ja, ja. Wie gesagt, aber das ist keine Bestätigung, auch nicht der richtige. Zum einen weiß ich, was eingefüttert wurde. Okay. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Und zwar unhygienisiertes Blut,
vom Schlachthof, okay. Magen-Darm-Inhalte vom Schlachthof und so Flutate, das sind so Abwässer mit Blut und naja, dann Zeug drin. War es ja kein Wunder, wenn der Gestank zu da war. Sprachlos. Was war sprachlos mit dem Zeug? Gell? Wie gesagt, was heute halt rauskommt. Hallo, Frau Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Das, was denken Sie, wenn Sie das jetzt hören und wissen? 300 Hektar waren betroffen, hier allein hier im Landkreis Eichstätt. Von der Sache. Oh mein Gott. Schlimm. Da kann man gar nicht mehr. Ist man sprachlos. Weil das so lang gegangen ist, bei uns im Dorf haben ja die Leute auch schon, haben ja damit auch schon ans Landrat zusammengegangen. Es ist immer alles unterdrückt worden. Hinweise, die ins Leere laufen. Schlachtabfälle, die ohne Genehmigung entsorgt worden sind. Strenge Vorschriften, die nicht ausreichend kontrolliert wurden. Hier ist etwas echt schiefgelaufen.